Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2022. Wir haben 12 Rennen der Saison rum, haben Paul Ricard gewonnen, Valtteri Bottas hat das zu B gebracht, sind damit ziemlich sicher auf dem dritten Platz im Moment der Konstrukteursmeisterschaft und auch ein bisschen dichter an Red Bull den zweiten Platz rangekommen. Ein paar Einrichtungen werden fertig, dann geht's nach Ungarn schon. Und ja, mal schauen, worum wir uns noch kümmern müssen in der Zwischenzeit. Französischer Grand Prix, Geschwindigkeit in schnellen Kurven, ja. Das ist ein Problem, schon die ganze Saison bei uns eigentlich. Das konnten wir auch mit dem Heckflügel nicht so richtig angehen bzw. beheben. Ja, Glückwunsch, was gibt's hier? Achso, der Vorstand, Vertrauen, alles klar. Übersicht auch immer dasselbe. Das Upgrade des Windkanals wurde abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Instandhaltung jetzt natürlich deutlich teurer auf einmal. Ups. Aber wir können uns das Ding trotzdem mal angucken. Das nächste Upgrade würde 12 Millionen kosten. Oh. Beim CFD-Simulator wahrscheinlich auch, ne? Ja. Okay, aber die Teile haben wir jetzt abgegradet. Das heißt, unsere Forschung bzw. unsere Entwicklung mit den beiden Tools ist jetzt doppelt so effektiv. Ach, guck mal, das sehen wir hier auch. Oh, interessant. Was kostet denn hier eigentlich so ein Upgrade? Oh, auch 6 Millionen, 7,5 Millionen. Uff. Ja, Fabrik upgraden wäre natürlich eine coole Sache. Das Designzentrum auch. Aber ja, schwierig, sage ich mal. Ne? Hat vielleicht auch nicht Priorität. So, was haben wir denn noch im Posteingang? Die anstehende Vorstandsüberprüfung. Oh ja, das ist die übliche Erinnerung für die Vorstandsprüfung in 7 Tagen. Der Vorstand hat hohes Vertrauen in deine Führungsqualitäten als Teamchef. Das kann sich vor der offiziellen Überprüfung jedoch ändern. Eine Aufschlüsselung unserer Bewertung findest du in der Zwischenzeit unter unten stehenden Link. Einen schönen Tag noch. Ja, hier sehen wir das ja immer, also von daher eigentlich müssten die zufrieden sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es finanziell aussieht. Achso, das überprüfen die erst am Ende der Saison, ob ich die Ziele erreicht habe, weil ich habe die Ziele für 2024 jetzt schon erreicht, ja, übererfüllt quasi. Seitdem ich halt rausgefunden habe, dass echt Sinn ergibt, Reifen ein bisschen härter zu fahren, ein bisschen mehr zu benutzen. Was macht denn die Teamwertung? Achso. Ah, das ändert sich auch erst zur neuen Saison. Na gut, da müssten wir eigentlich einen richtigen Sprung nach vorne machen, würde ich sagen. Bei Ergebnisse der Fahrer, da fällt dann hinten der 13. Platz raus und wir kommen dann so auf den 3. oder sowas, denke ich mal. Oder wird er der Beste, also höchsten Platzierung, die Fahrer deines Teams, ja, Durchschnitt oder keine Ahnung. 3/4 der Teamwertung macht das aus und das hier gar nicht, oder was? Bieten einen Schub. Okay. Also das sind 3/3 dann. Und da kommen wir dann natürlich ein bisschen weiter nach oben, ne? Weil wir da Konstrukteursmeisterschaft, ich rechne mit dem 3. Platz, hinkommen werden. Ja, das ist schon mal gut. Also was haben wir hier noch?
Upgrade, CFD-Simulator auch abgeschlossen. Okay, alles klar. Haben wir eigentlich? Das wollte ich noch nachgucken. Unseren. Wo ist denn das? Rennsimulator. Der braucht. Ah, 4 Tage braucht er noch. Dann ist er schon auf der zweithöchsten Stufe. Und dann müssen wir vielleicht mal was für die Teamzentrale tun nochmal. Damit unsere Boxencrew schnell besser wird. Kostet allerdings 2 Millionen auch. Ja, gut. Also da müssen wir noch mal ein bisschen Geld für zur Seite legen. Ja. Entweder für Renovierung oder für ein Upgrade direkt. So, wir gucken uns mal den Hungaroring an, denke ich. Da ist er. 70 Runden, also kurze Runden fährt man da. 4,381, aber das ist gar nicht so kurz. So, was gibt denn die Streckenkarte her? Zwei DRS-Zonen, ne, das ist eine DRS-Zone, die nur ein bisschen unterbrochen ist. Direkt auf Start-Ziel und dann hier in Richtung dieser, ja, was ist denn das, eine Überführung oder sowas, ne, hier ist so eine Brücke vor der Kurve. Da geht's hin, sehr viele, ne, wir sehen es hier auch, so langgezogene Kurven. Hier hinten die natürlich extra lang. Abschnitte nach Geschwindigkeit. Ja, hier diese, ne, Langkurven sind alle langsam. Okay. Die vor Startziel ist dann mittel. Und da haben wir noch ein paar schnelle mit drin. Und ein paar mittlere. Na gut, okay. Auto-Attribut. Was brauchen wir? Niedrige und mittlere Geschwindigkeit. Da sind wir besser als bei hoher Geschwindigkeit. Das heißt, das hier ist eher unser Ding. Beschleunigung geht so, ne? Oh, hier wird auch mal mit einer 3-Stop-Strategie tatsächlich gerechnet. Mit einer 2-Stop- und 3-Stint-Strategie. Interessant, da müssen wir dann mal gucken. Ja, die harten sind hier schon deutlich langsamer als die mittleren. Alpine hat da gewonnen. Letztes Jahr, okay. Wie auch immer die es geschafft haben. Ja, bei uns ist hier alles schon schön orange, ne? Noch schlimmer ist eigentlich nur Alpha Tauri dran. Ah, nee. Ein Haas und ein Williams auch. Ein Mercedes. Die scheint es irgendwie anders aufzuteilen. Ne? Ich frage mich, wie. Weil wenn wir uns angucken, der Sainz, der hat gerade mal einen Motor verbraucht. Leclerc schon 3. Was ist da los? Also, ja, keine Ahnung. Kann ich nicht erklären, wie es dazu kommt. Achso, Leistung der Reifenmischung wollte ich mir natürlich noch angucken. Ne? Womit wir da ungefähr rechnen können. Wo sind wir in Ungarn? Dort. Achso, hier sehen wir das natürlich nicht so richtig. Das sehen wir dann wahrscheinlich erst am Renntag. Na gut, okay. Ja, ansonsten haben wir gar nicht so viel zu tun, ne? Autoteile wieder umbauen. Damit wir das vor dem Training nicht vergessen. Das wäre, glaube ich, wichtig. So, hier sind wir mit dem Getriebe schon auf 32%. Ja, ist okay. Ist nur fürs Training. Wenn das Getriebe hier noch bei 43% ist.
das bei 68 und das hier bei 64. Also ich sag mal so, Auto 1 hat das Getriebe deutlich mehr kaputt gefahren als Auto 2. Verdächtig. So, hier können wir noch mal gucken in die Autoanalyse. Ne? Niedrige und mittlere Geschwindigkeiten sind wir halt okay tatsächlich. Beschleunigung sind wir auch gar nicht so schlecht. Aber hohe Geschwindigkeiten, nicht so unser Ding. Okay, das heißt aber, Hungaroring könnte ein gutes Ergebnis werden. Da freue ich mich schon. So, was müssen wir uns noch, die Leistungsvorgaben müssen wir uns noch angucken. Reiche Q2, ja, schaffen wir auf jeden Fall. Hier könnten wir sagen, schnellste Runde fahren wir, weiß ich nicht. Eine neue Glückssträhne gibt's. Ah, deswegen haben wir beim letzten Mal ein bisschen mehr Geld bekommen. Qualifying Rang. Beide Fahrer mindestens auf dem 12. Und hier ein Fahrer auf dem 12. Dann gibt es auch eine Auszahlung nach dem nächsten Rennen. Eine schöne. Ah, das ist gut. Das Geld können wir ganz gut gebrauchen, glaube ich. Ja, und dann sind wir schon fast durch für heute, denke ich, oder? Gibt unser Kalender noch irgendwas her? Hier ist der Simulator fertig, denke ich. Oder der Hubschrauberlandeplatz eher. Ja, mehr haben wir diese Woche gar nicht zu tun. So, Hubschrauberlandeplatz haben wir geupgradet. Unser Team ist jetzt sowas von attraktiv, sage ich euch. Rennvorschau. Aber steht da was drin? Nicht wirklich. Upgrade Hubschrauberlandeplatz. Teamattraktivität ist gestiegen. Oh, da können wir mal bei den Fahrern reingucken, vielleicht, ob uns das was hilft. Und die Sponsorenvorgabenauszahlung ist auch noch mal ein bisschen gestiegen. Das ist natürlich cool. So, werden wir mal gucken. Piastri würde mit uns verhandeln wollen. Gasly wäre von Interesse. Der würde auch mit uns verhandeln wollen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Norris scouten wir gerade. Auger. Ja, der Rest nicht so interessant, ne? Aber wir können ja mal gucken, wer wäre denn noch eigentlich. Also wenn wir Norris bekommen könnten, aber der hat keinen Bock mit uns zu verhandeln, das wäre natürlich schon krass eigentlich. Ich meine, ich nehme auch Gasly, so ist es nicht. Vettel hat auch keinen Bock auf uns. Ja, die sind halt alle besser als Joe. Wenn wir dich mal vergleichen mit Joe. Genauigkeit besser, Reaktion besser. Abwehr ist er nicht so gut. Überholen ist er nicht so gut. Oh, okay. Anpassung ist er viel besser. Reibungslosigkeit nicht so gut. Kontrolle viel besser. Bremsen viel, viel, viel besser. Kurvengeschwindigkeit viel besser. Aggression Durchschnitt. Also Gasly wäre eigentlich, glaube ich, eine echt gute Verstärkung fürs Team. Es läuft auch nicht mehr lange bei ihm, der Vertrag. Da müssen wir mal gucken, ob wir verhandeln können irgendwie mit ihm. Für die nächste Saison, ne? Also ich will jetzt nicht sofort tauschen. Aber für die nächste Saison wäre das wahrscheinlich ganz interessant. Kostet natürlich auch viel, viel mehr. Ich hoffe, das können wir uns nächste Saison leisten, weil wir ein höheres Budget bekommen
weil wir einfach erfolgreich waren diese Saison. Also da müssen wir mal rausfinden, wie das mit den Verhandlungen funktioniert. So, Rennsimulator abgeschlossen. Rennvorbereitung haben wir abgeschlossen. Rennsimulator, da ist er. Da können wir mal gucken, was 8 Millionen kostet die letzte Stufe. Ja gut. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Budget? $60 Millionen. Das heißt, wir bekommen jeden Monat eigentlich 5 Millionen. Knapp. Und zum Anfang der Saison eine Zahl. Also sehen wir das bei Finanzen nicht irgendwie ein bisschen besser? Das prognostizierte Guthaben ist viel geringer als unser aktuelles Guthaben. Okay, also die Statistiken hier, ich weiß nicht, ob die so cool sind. Das sind unsere Ausgaben vom letzten Monat. Vorstandszahlung 4,8, okay, Preisgelder. Da bekommen wir ja auch nochmal was, ne, am Saisonende. Abhängig davon, wo wir abgeschnitten haben. Ja, 3,7 Millionen haben wir scheinbar plus gemacht im letzten Monat, obwohl wir halt wie wild gebaut haben. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, wird sich dann schon ergeben. Ja, damit sind wir eigentlich für den Hungaroring schon bereit. Wie gesagt, kurze Folge heute einigermaßen. Ein bisschen in die Zukunft geschaut nochmal mit den Verhandlungen. Das werde ich mal noch rausfinden, wie das funktioniert. Ob man das für die nächste Saison direkt verhandeln kann oder nicht. Für heute war es das auf jeden Fall erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.